Ja, liebe Fernsehzuschauer, heute wollen wir Ihnen mal zeigen, wie ein guter Chef, wie der seine Mitarbeiter hoch motiviert zum Arbeiten bringt. Ja, das hatte ich gerade vor 20 Minuten noch gesagt. Es wäre schön, wenn die Zahlen verteilt werden. So kann's gehen. Zwei Grafiken. Reden Sie nicht, sondern sollen Sie bitte die Zahlen jetzt verteilt werden. Meine Kollegen kümmern sich ja schon. Und so lange verlasse ich jetzt nochmal diese Pressekonferenz, wenn Sie die Zahlen verteilt haben, sagen Sie mir Bescheid. Okay. Jetzt wird mancher denken, Junge, der benimmt sich ja wie... Genau. Aber da liegen Sie total falsch. Denn das Verhalten des Chefs erklärt sich aus seinem Selbstverständnis. Wolfgang Schäuble beispielsweise ist aus seiner Sicht der wichtigste Minister Deutschlands und Europas und eigentlich auch. Genau. Sorry. Ich hatte die Wette angeboten, Sie werden sie nicht verteilt haben. Vor einer halben Stunde. Gleichzeitig sehen sich Chefs oft von zahlreichen Deppen umgeben, die im Fall von Wolfgang Schäuble von Tuten und Blasen überhaupt keine Ahnung haben. Übrigens, nichtsnutzige, nervige Journalisten kommen im Fall von Wolfgang Schäuble erschwerend noch dazu. Bitte? Wir warten noch, bis der Offer da ist. Er soll den Scherbenhaufen schon selber genießen. Aber das Wichtigste bei der Sache sind immer noch die eigenen Mitarbeiter. Und wenn man denen als Chef Folgendes zeigt. Ich sag nur mal vielleicht, was die Neuerung ist. Wir haben hinten zwei Grafiken angefügt, eine für den Bund, eine für den Gesamtstaat, die Ihnen die Entwicklung seit 2008 doch mal zeigen bei den Einnahmen. Und ich denke, dass der Minister auch gleich noch was dazu sagt. Wenn Sie bisher nichts verteilt hatten, ist doch keine Neuerung. Jetzt fangen Sie an. Also wenn man denen zeigt, dass man als Chef auch in schwieriger Situation nie die gute Laune verliert, dann hat man alles richtig gemacht.